Guten Morgen, Rise and Shine und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist gerade morgens und ich mache diese Woche ein What I Eat in a Week Daily Authentic Vegan Edition. Ich habe in den Kommentaren voll oft gesehen, dass sich ein paar das gewünscht haben, so wirklich mal zu zeigen, was man wirklich isst, so in einer Woche und nicht die ganze Zeit nur so fancy TikTok-Gurkenrezepte, weil das mache ich mir nicht jeden Tag on a daily basis. Und ich finde es auch immer ganz cool, bei anderen Leuten so Mäuschen zu spielen. Finde ich einfach super, was die so essen. Heute Morgen starte ich jetzt mit Matt. Ich habe mir dieses Matt gekauft von Rübenweiler, weil ich das überall gesehen habe. Ich finde, geschmacklich ist das ganz okay. Also ich finde die Konsistenz ganz... Ja, ich weiß. Ich finde es so ganz okay. Ich glaube, ich hole mir das jetzt nicht wieder. Ich esse es natürlich auf. Mit Zwiebeln und so hat es schon so dieses Matt-Wurstbrötchen-Feeling. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das vermisst habe. Ich hatte am Wochenende auch Geburtstag. Und ich habe finally einen Mixer geschenkt bekommen. Ich hatte noch nie so einen geilen Mixer. Und es gibt so viele Rezepte, die ich ausprobieren möchte. So Käsesoßen selber machen, mit Cashews etc. So. Und dazu so ein Mixer halt wirklich richtig praktisch. Ja, ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen Inspiration hier. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich die Woche esse. Wir werden sehen. Viel Spaß dabei. Ich muss euch noch eine kleine Anekdote erzählen, wo wir gerade über Matt gesprochen haben. Mein Vater hat früher, und das ist kein Witz, uns, also meiner Schwester und mir, ein Lied vorgesungen, was er selbst komponiert hat, glaube ich, als so Einschlaflied. Und das ging so. Es ging wirklich so. Matt Wurstbrötchen mit Zwiebeln, ess ich gern, hab ich gern. So war der Song. Und deswegen bin ich wahrscheinlich traumatisiert und vegan geworden. Nein, aber es war... Der hat mir damals Comfort gegeben, dieses Lied, ich weiß nicht. Und ich finde es auch ganz funny, dass ich jetzt in so ein Alter gekommen bin oder auch in so einen Interessensbereich, dass mir meine Freunde Küchengeräte schenken. Also das finde ich, beschwere mich nicht, finde ich ganz süß. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen, wollte heute Mittag Mac and Cheese machen mit so einer Cashew-Soße aus Karotten, Kartoffeln und dann in den Mixer. So, ich habe jetzt alles eingekauft für das Mac and Cheese. Das sind einfach Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln. Die schneidet man einfach ganz grob und kocht das kurz 10 Minuten, dass das Gemüse so weich ist, dass man es pürieren kann oder mixen kann. Und außerdem habe ich noch so Cashewkerne eingeweicht. Eigentlich soll man das über Nacht machen. Ich habe es jetzt mit heißem Wasser für eine kürzere Zeit. Ich hoffe, das geht auch. Ich freue mich so auf diesen Moment, diesen Mixer auszuprobieren und auf diesen Knopf zu drücken. Und dann püriert sich das alles sofort. Ich hatte sowas noch nie selber. Ich freue mich da sehr drauf. Hier köchle ich jetzt mein Gemüse. Und ich warte. Guck, wie schön er ist. Ich verlinke euch das Rezept auch. Es ist von der guten Bianca Zapatka. Und ich schwitze schon wieder wie ein Schinken. Wow, guckt euch an, wie cremig und dick das geworden ist. Und gelb. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Pürierstab machen, das ist so ein bisschen aufwendiger, aber es geht auch. Ich habe noch ein bisschen Hefeflocken drauf gemacht. Oh, oh, der schmeckt ein bisschen wie so Mac and Cheese mit Bacon. Ich habe mein heißgeliebtes geräuchertes Paprikagewürz genommen. Das ist wirklich so der Shit. 10 von 10 Bibis. Mhm. Ein weiterer Vorteil, wenn man Geburtstag hatte, ich habe noch Geburtstagskuchen übrig. Guckt, ich habe noch ein kleines Stück. Guten Morgen. Gestern habe ich mir einfach nur noch so das Leftover reingeballert von den Mac and Cheese. Das Frühstück, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich heute so ein bisschen vercheckt. Ich habe erst um 12 mir diesen Smoothie gemacht, weil ich habe den ganzen Morgen nur E-Mails gemacht und dann habe ich es irgendwie vergessen. Der hat voll gut gesättigt. Ich mochte das sehr gerne. Ich bin eigentlich nicht die Smoothie-Person, die sich Smoothies selber macht. Aber dadurch, dass ich diesen Mixer jetzt habe, wollte ich es mal ausprobieren. Und ich hatte noch so Obst übrig, auch von dem Cheesecake, diese Erdbeeren und Himbeeren. Und das war richtig lecker. Es ging voll schnell und war voll sättigend. Ich habe mir aber heute für den Tag noch was anderes überlegt, was ich machen möchte. Und zwar eine Quiche. Meine Oma hat früher so oft Quiches gemacht und ich habe das geliebt. Und das mache ich halt in der Regel wirklich voll oft so, dass ich halt Sachen einfach ausprobiere und gucke, ob es mir schmeckt.
Meistens halte ich das dann auf Instagram fest. Aber heute nehme ich euch ja hier auf YouTube mit. Ich hoffe, es wird lecker. So soll das Ganze dann am Ende aussehen. Guckt euch an, wie schön sie geworden ist. Vor allem, die hält so richtig fest. Also die hat voll die Form behalten und ich finde, es sieht aus wie bei Oma. Meine Oma hat früher immer so Quiches gemacht mit Salat. Ich finde, du brauchst auch so einen Salat dazu, weil das ist meistens so ein bisschen salzig. Mhm. Die schmeckt so krass nach Ei. Das ist ja krank. Sie ist ein bisschen sehr salzig geworden, das habe ich aber auch in den Kommentaren gesehen von dem Rezept. Also da lieber ein bisschen weniger nehmen. Vor allem durch den Räuchertofu ist es so richtig rauchig. Wie so Schinken, aber haut weniger Salz rein. Mmh. Auch die Konsistenz zu diesem pürierten Tofu mit dem Joghurt ist 8 von 10. Wenn sie nicht so salzig wäre, 10 von 10. Guten Morgen. Gestern habe ich einfach wieder die Reste gegessen. Ich meine, die Quiche war sehr groß und Etienne und ich konnten da den ganzen Tag von essen. Jetzt heute Morgen habe ich das Müsli hier gerade gegessen. Und ich muss sagen, das mag ich auch nicht so gern. Also ich mag mein Müsli und ich fand es cool, dass es vegan ist. Es hat 8 Euro gekostet. Und hier steht auch drauf, so weniger Zucker, 4,6 Gramm pro 100 Gramm. Und ich dachte so, oh, das ist ja richtig gut. So, das Leben ist gesund. Es schmeckt aber irgendwie nach nichts. Also ich finde, es hat nicht so einen krassen, also es riecht gut, aber es hat nicht so einen krassen Eigengeschmack. Also sogar, ja. Was auch noch richtig geil war, das habt ihr nämlich gestern gar nicht gesehen. Ich habe ja diese Quiche gemacht, ne? Und es sah alles so ästhetisch schön und prima aus. Im Hintergrund ist das hier passiert. Mein neuer Mixer ist irgendwie undicht. Ich habe das, es war nicht meine Schuld. Und ich habe es zur Reparatur jetzt eingeschickt, diesen Mixer. Der ist unten irgendwie ausgelaufen und das war so eine Scheiße. Dieses Tofu-Zeugs war so richtig krümelig und überall, es war in der ganzen Küche, dieser ganze Mixer ist vollgelaufen, hat er angefangen zu qualmen. Ich habe den panisch rausgezogen und ja, das Zeug mixen konnte ich noch. Der ist jetzt bei der Reparatur, das war sehr traurig. Ja, ich fahre jetzt zum Wellness. Ich werde da wahrscheinlich nicht viel essen oder so, aber ich wollte damit kurz flexen, weil ich bin noch nie alleine ins Wellness gegangen. Es gibt hier in Köln sowas, da kann man so alleine sich so Suiten buchen, so Dampfsauna und so Alkohol. Beim Wellness habe ich noch so einen Smoothie getrunken. Das war ganz toll. Ich habe mich gefühlt wie so eine Beverly Hills Hausmom. So Vormittag zum Wellness, das war eine Fantasy irgendwie. Dann bin ich noch zum Baumarkt gefahren, weil ich was reparieren musste. Da bin ich dann von der Housewife wieder zum Dad geworden. Mittags hatte ich so Leftovers vom Bestellen. Ich hatte nämlich noch was bestellt, das hatte ich gar nicht gezeigt. Das war so Tofu mit Erdnusssoße. Ich habe dabei noch ein bisschen Selling Sunsets geguckt. Am Abend waren dann Etienne und ich noch mit seiner Family essen. Das war noch so nachträglich für meinen Geburtstag. Ich hatte nämlich Geburtstag. Und abends haben wir noch so ein Kartenspiel gespielt. Das hat er mir zum Geburtstag geschenkt. Das fand ich so schön und deswegen hat er es mir geschenkt, als ich das gemerkt. Das war richtig lustig und da habe ich noch so Reiswaffeln gesnackt. Guten Morgen. Oh Leute, ich habe es irgendwie mit meinem Frühstück heute schon wieder nicht so richtig drauf. Ich habe jetzt was ich frühstücke. Und zwar habe ich diesen Kakao neulich bei Yummy Bean, ihr kennt die bestimmt, auf YouTube gesehen. Und ich wollte ihn, der hat mich angelächelt im Regal. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich weiß es jetzt nicht so gut. Boah, irgendwie durch dieses Video sehe ich dann ja auch die ganze Zeit so mein Essverhalten über den Tag. Und ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich glaube, die, also die beiden von Yummy Bean, haben das nicht so gut bewertet. Aber ich liebe halt so Kakao. Da schmeckt wie flüssiger Schokopudding. Mhm. Kennt ihr noch früher diese Glasflaschen mit so Billig-Kakao? Ich finde, der schmeckt so ein bisschen besser. Von der Quality. Kuckuck, ich bin wieder da. Ich glaube, ich habe hier auch aufgehört zu filmen, aber es sind jetzt einige Stunden vergangen. Vorhin hatte Etienne noch das hier gekocht. Ich habe es vergessen zu filmen. Es war sehr lecker. Es waren so Nudeln mit Pesto, Gemüse. Ich möchte jetzt aber noch was machen. So ein Essen. Ne? Das mache ich mir jetzt nicht, aber die habe ich neulich entdeckt. Die habe ich an meinem Geburtstag gegessen. Die schmecken voll geil. Das sind so Sandwiches, so Eis-Sandwiches. Ich habe mir diese Vareniki geholt. Das sind so Teigtaschen mit Kartoffeln, Pilz. Mich erinnert das so ein bisschen an Pierogi oder Pelmeni. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Beziehungsweise sind das wahrscheinlich auch ganz andere Sachen. Aber
Für mein Auge sieht es so aus. Und dazu habe ich mir das Creme Vega geholt, aber das gibt es jetzt auch mit Kräutern. Das hatte ich selber noch nie. Das ist ja so ein bisschen wie Schmand, so wie das da, wisst ihr? Ich glaube, ich hatte die sogar auch schon mal. Aua, ah, oh. Also es ging super schnell, die zu machen. Und das Creme Vega, also mit den Kräutern, ist viel weicher in der Konsistenz. Viel geiler als das andere. Das andere ist so voll fest. Mmh. Kartoffelfüllung. Ich finde die Mischung auch saugeil mit dem hier. Würde ich mir jederzeit wiederholen. Also sie schmecken so nach Kartoffel drin. Der ist relativ plain. Aber ich mag das voll gerne. Auch meine Videos müssen mal ein Ende haben. Und das hat es jetzt gefunden. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Inspiration mitnehmen. Vielleicht mache ich das Ganze nochmal. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ich muss mich erstmal so rantasten an so, wenn ich jetzt so wirklich jeden Tag filme, was ich esse. Das Mac and Cheese müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das war wirklich 10 von 10. Ich habe euch alle Rezepte nochmal unten verlinkt, wenn euch das Ganze interessiert. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen natürlich, ne? Macht's gut. Tschüss.